Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute lädt uns Jessica, oder besser bekannt als eine Meinung, in ihren Zoo Vulcan de Tropical ein. Zu ihrer Einladung hat sie auch noch eine kleine Sprachnotiz hinzugefügt, welche ich euch jetzt mal vorspiele. Bonjour Dandy, bienvenue au Vulcan de Tropical. Wir heißen Sie herzlich willkommen im Vulkan der Tropen hier in Französisch-Polynesien. Der Park enthält zu Ihrer Information soweit möglichst keinerlei Gehege. Die Tiere bewegen sich weitestgehend in natürlicher Wildbahn. Ihre Sicherheit ist jedoch stets gewährleistet. Zum Abschluss empfehlen wir treuen Gästen, unsere neuen Warane im Herzen des Parks zu besuchen. Ein für manch mühsamer Aufstieg, der jedoch unvergessliche Eindrücke über den einst natürlichen Lebensraum dieser Urzeitechsen vermittelt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Infos zum Park. Der Zoo ist gut vorangeschritten, selbstverständlich fehlen immer Details. Pflanzen, Felsen, Ausschmücken, Deko, Wegbegrenzung, Pfosten, Bänke und so weiter. Die hügelige Wegführung ist übrigens, da naturbelassen, gewollt. Der Park entstand nach Vorlage einer TV-Doku über die Tropen. Die Beschilderung ist auf Französisch, bereitet dir sicherlich viel Freude. Die Wegführung im Kreis mit wenigen Abzweigungen, die jedoch in kurzen Einbahnstraßen münden. Workshop-Verhältnis wie üblich ca. 10 von 100. Investierte Zeit ca. 80 Stunden, meist ohne Liebe zum Detail. PS, du darfst den schwarzen Panther suchen. Oder 5 verschiedene Vogelarten oder zumindest 10 Vögel, da du also Spaß dran hast. Surprise, bitte Kisten erst nach Aufforderung öffnen. Nachts ist der Park imposanter als tagsüber. Liebe Grüße, Jessie. Vielen, vielen Dank für die liebe Einladung, Jessie. Die Sprachnachricht hatte ich übrigens ein bisschen gekürzt und angepasst. Ich hoffe, das war trotzdem noch alles in Ordnung. Und jetzt besichtigen wir gemeinsam deinen Zoo, nämlich Vulcan de Tropical auf Französisch. Ah, da steht's auch. Ich habe übrigens in der Schule 4 Jahre Französisch gehabt, deshalb kann ich vielleicht das ein oder andere sogar aussprechen oder ich weiß, was es heißt. Warte mal, Cheval heißt Pferd, Chien heißt Hund. Das waren dann auch die einzigen Tiere, die ich kenne. Sieht auch cool aus hier. Ist halt wieder so eine kleine U-Bahn-Station. Ich glaube, das haben wir aber schon mal so ähnlich gesehen in einem deiner Zoos. Du hast ja schon 2 sehr gute Zoos eingesendet. Man kann Tickets kaufen. Ja, solche Sachen sind natürlich aus dem Workshop, ne? Hab ich jetzt schon häufig gesehen. Finde ich aber auch völlig in Ordnung, wenn man solche Sachen sich aus dem Workshop holt. Hier gibt es irgendwelche... Oh, der Geldautomat ist auch ein bisschen ausgeschmückt. Das sieht ja cool aus. Est Argent Geldautomat auf Französisch? Kann gut sein. Aber mir fällt noch ein Tier ein auf Französisch. Escargot. Das ist eine Schnecke. Eine Snegge. Dame Homme. Monsieur et Madame. Okay, gehen wir mal rein. Hier sind Toiletten, sehr schön, so muss es sein. Wir können auch so ein bisschen auf Französisch das machen. Bonjour, meine Freunde. Wir gehen heute in die Organe Tropical. U1 Aeroport. Gott, ich bin echt gespannt, was ich hier verstehe und was nicht. Technik? Da hätte ich jetzt so gedacht, das wird mit Q geschrieben, so Technik oder so auf Französisch. Hätte ich mir vorstellen können. Oh, hier geht's schon in den Vulkanexpress. Okay. Ein cooles Aquarium. Nice. Mit Fischen und Quallen. Das ist ja süß. Tolle Idee. Ist auch überall diese tropische Musik. Das gefällt mir richtig gut. Schönes Feeling hier schon mal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt damit fahren sollten. Ich glaube, ich gehe erstmal einmal oben raus. Sortie, was auch immer das heißt. Information. So, wir gehen mal hier hoch. Vulkan de Tropical. Kommen wir denn hier hin? Ah, hier geht's dann rein. Hier löst man sein Ticket ein, geht dann durch so ein Drehding. Dann höre ich schon die ersten Tiere. Oh! Guten Tag! Hier haben wir direkt ein begehbares Gehege mit Faun und Kapuzineräffchen. Bienvenue. Oh, da ist diese Tour, oder? Nee, das ist was anderes, glaube ich. Das sieht aber cool aus hier mit diesen Abgrenzung. Wo sind wir denn hier? Ich habe das Ganze natürlich einmal von oben überflogen, aber diese ganzen Gebäude von innen
Habe ich halt noch gar nicht gesehen. Ich habe die nur von außen gesehen. Hier noch ein Gehege? Oder gehört das dazu? Ah, das gehört dazu. Sorry, wenn ab und zu diese Ladelecks kommen. Da wir haben die erste Vogelart gefunden. Ich weiß leider nicht, welcher Vogel das ist. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben ja die Aufgabe, 5 Vogelarten zu finden. Oder 10 Vögel. 2 haben wir, 2 Vögel und eine Vogelart. Und es gibt irgendwelche Kisten, die ich öffnen darf. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Oh, das sieht hier aber echt cool aus. Fällt mir gut. Und auch überall hier das Plätschern von diesem großen Wasserfall mit dem Affenbrotbaum in der Mitte. Ziemlich nice. Da ist der nächste Vogel. Wahrscheinlich alles irgendwelche Papageienarten. Sortie. Entrée. Was heißt denn Sortie? Keine Ahnung. Entrée weiß ich. Das heißt der Eingang, oder nicht? Oh, wie das aussieht. Was ist das denn? Gespaced. Ist das eine Lampe? Wir werden nachher definitiv auch noch bei Nacht schauen. Komm, mach mal Gefieder auf. Für die Likes. Sei ein Ehrenmann. Ne, der pickt nur das Holz. Kein Ehrenmann. Also auch kein Like. Tja, letzte Chance, komm. Da, dein Bruder? Auch nicht. Na komm, wir machen nix. Okay. Ah, der nächste Vogel. Wir haben schon 3 Arten gefunden im ersten Gehege. Ich glaube, die Aufgabe wird nicht allzu schwierig. So, jetzt sind wir, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen, ne? Ja. Ah, hier ist der Eingang zu dieser Gondelfahrt. Cool. Also diese Fahrten machen wir definitiv gleich noch. Ich weiß halt nur gerade nicht, ob ich erst laufen will oder erst diese Fahrt machen will. Ich glaube, wir werden den Express jetzt schon mal fahren. Würde ich fast sagen. Also hier gehen wir dann einmal rein. Oh, und los geht's. Mal sehen, wo uns das Ganze lang führt. Ich bleibe jetzt erstmal in Ego-Perspektive, weil wir hier gerade unterirdisch unterwegs sind. Na gut, hier könnte man natürlich innen drin auch noch ausschmücken und so. Aber du hast ja geschrieben, dass du so einiges an Detailarbeit nicht mehr geschafft hast. Das macht aber nichts. Das sieht cool aus hier mit dem Holz. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kann man den Sitz wechseln? Okay, das ist auf jeden Fall die Ansicht. Wir gehen jetzt mal in die andere Perspektive. Da sind wir gerade rausgekommen. Ah, da waren wir gerade drin, in dem Dom. Wo sind wir jetzt hier? Hier in einem Gehege? Ich glaube nicht. War es trotzdem sehr schön gestaltet schon. Ah, das ist der nächste Vogel. Das ist ein Tukan, oder? Ja, das ist ein Tukan. Guck mal, den habe ich sogar erkannt. Damit haben wir schon 4 Vogelarten. Okay, hier sind wir ein bisschen durch die Blätter gefahren. Das ist natürlich immer nicht ganz so schön. Immer besser, wenn man die Blätter ein bisschen höher platziert. Hier ist ein Gehege. Das sieht zumindest so aus. Oder? Ich weiß es nicht. Ich finde das immer schade, dass diese Fahrten so schnell gehen. Wäre cool, wenn man die auch mal anhalten könnte. Dann könnte man sich auch mal in Ruhe umschauen. Ich glaube, wir müssen wieder in die Ego-Perspektive. Geht nämlich in den nächsten Tunnel. Geht es hier noch irgendwo zu einem Gehege oder sowas? Oder ist hier einfach die nächste Station? Na, hier ist die nächste Station. Ich weiß jetzt halt nicht, wie lang die geht. Und ob wir das nicht lieber zu Fuß erkunden. Bin halt nicht so der Fan von diesen Fahrten. Na, jetzt wären wir hier. Könnten jetzt auch aussteigen und von hier aus weitergehen, aber ich glaube, ich werde wieder zurückgehen und dann mal da schauen. Jetzt sind wir wieder hier oben und gehen jetzt mal weiter in die Richtung, wo wir von umgedreht sind. Nämlich zum Entrée. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hier geht es nochmal durch so eine kleine Schleuse durch. Ach, das sind Mitarbeiterwege. Oh, hier geht es erst richtig in den Zoo. Bonjour, Vulcan des Tropicales. Richtig cool gemacht hier mit der Bepflanzung. Das sieht nice aus. Das ist der nächste Vogel. Ich glaube, wir haben auch schon alle Vogelarten gefunden, oder? Kann das sein? Könntest du mir vorstellen? Hier gibt es Erdferkelchen und Ameisenbären. Oh, da unten laufen die. Hier ist so ein kleiner Glastunnel. Das ist ja cool. Ah ja, ich verstehe. Ah, hier ist ein begehbares Gehege. Da kann man rein. Und die können halt durch den Glastunnel hier vorne nochmal nach hier drüben auch laufen. Hier kann man nämlich auch rein.
Das ist ja cool. Coole Idee. Leider stehen hier die Besucher ein bisschen blöd im Weg. So, wo geht's jetzt lang? Rechts oder links? Gute Frage. Hier ist die Ausschilderung. Tour Dundee. Dann gehen wir doch mal Tour Dundee entlang. Das klingt danach, dass ich hier lang soll. Tolle Stimmung hier. Hier ist ein bisschen kantig, der Übergang, aber es geht noch. Aber das hast du ja, glaube ich, auch reingeschrieben, dass das beabsichtigt ist. Cool. Oh, das ist der Vulkan. Oh mein Gott, wie cool. Die Lava ist nice. Schade, dass du hier noch keine Felsarbeit gemacht hast. Das wäre richtig cool gewesen. Ach, richtig cool gemacht mit der Lava. Bin mal gespannt, wie das leuchtet im Dunkeln. Wollen wir das mal kurz einmal ausprobieren? Okay, das ist nice. Wenn man den noch ausschmückt mit Felsen, dann sieht das richtig cool aus. Tolle Idee, die Lava so zu gestalten. Dann auch mit dem Rauch hier. Wow. Aber wir gehen jetzt mal bei Tag weiter. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Das ist auch eine coole Idee hier. Mit den Wegrändern so abgesteckt. Fliegende Blätter für die Atmosphäre. Was ist das hier? Oh mein Gott, ist das ein Bild aus einzelnen Teilen? Oh mein Gott. Wer hat sich denn die Mühe gemacht? Das ist halt so ein Jago-Auge, oder? Leuchtet das bei Nacht? Ich wechsle jetzt ab und zu mal auf die Perspektive. Ach nee, schade. Ich dachte, das wären so Lampen. Das wäre richtig cool. Aber trotzdem nice. Hast du aber wahrscheinlich aus dem Workshop, ne? Das sind halt so typische Objekte. Da würde ich mich auch nie selber ransetzen. Aber coole Atmosphäre hier. Das sieht auch cool aus hier. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Sind so viele coole Sachen. Sehr schön hier auch gestaltet mit dem Büschen auf dem Boden noch. Da sind sie. Da sind auch wieder fleißig Vögel. Also die Vogelmission haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Mit Vögel suchen und finden. Hier ist auch nochmal ein Tukan. Mein schöner Wasserverlauf. Hier sieht man leider die Düsen leicht. Vielleicht noch ein bisschen in Felsen verstecken können, aber sonst ziemlich cool. Hier ist auch nochmal so ein Guckding. Dann kann man auch so ranzoomen, wie ich es hier mache. Können wir standardmäßig mit unseren Adleraugen. Dann geht's weiter. Oh, sehr steiler Weg. Ich würde hier richtig sterben, wenn ich hier hochgehen müsste. Was ist das denn? Ach, das ist ein Trinkbrunnen, oder was? Ja, das ist ein Trinkbrunnen. Aber was ist das hier für ein Gerät? Also hier kriegt man Wasser raus. Eine richtig coole Idee. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Könnt ihr gerne reinschreiben. Nehmen wir das nächste Gehege. Ah, nochmal eine Aussichtsplattform für den Jaguar und für das Zwerghippo. Ah, da sieht man ihn auch nochmal perfekt. Den schwarzen Panther haben wir leider noch nicht gesehen. Oh, da ist auch ein Baby. Den sollen wir auch noch suchen. Da ist auch noch ein Baby. Echt schade, dass du hier die Felsarbeit noch nicht fertig hast. Aber du arbeitest, glaube ich, auch schon lange an neuen Zoos. Deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht mehr fertig. Das hier ist ein Vogel, den haben wir noch nicht gesehen. Jetzt haben wir definitiv alles an Vögeln wahrscheinlich. Also zumindest die fünf, die wir suchen sollten, gefunden. Da laufen auch die kleinen Zwerghippos. Ich mag die Bepflanzung super gerne, die du hier gemacht hast. Kommt richtig schönes Tropenfeeling bei rum. Bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Vielleicht können wir ja sogar in den Vulkan reingehen. Das wäre krass. Mal so ein kleiner Wohlfühl- und Ausruhbereich. Eine tolle Idee, hier die Ränder abzustecken. Aber bei sowas bist du ja eh immer mega kreativ. Das sieht auch mega cool hier aus. Als Geländer. Bei deinen Zoos kann man sich immer so gute Inspiration abholen. Das ist mega toll. Was ist das denn hier? Ah, hier ist er auch ein bisschen rumprobiert. Das sind solche, ja, Auffangdinger von fallenden Felsen, ne? Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, La Grotte. Auch die Tour Quest. Was ist denn Tour Quest? Die muss ich wahrscheinlich später auch noch machen, oder? Das klingt so, als wenn ich da eine Aufgabe erfüllen muss oder so. Ich weiß es nicht. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Hier sind so viele Details.
Oh, hier sind Gorillas. Oha. Okay, das ist natürlich krass, ne? Also da hätte ich schon ein bisschen Angst. Den retten wir mal eben. Alle Tiere aus der Transportbox holen. War sehr schön. Gorillas sind ja auch echt gefährlich. Vielleicht hätte man das ein bisschen höher machen müssen. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde auch bei Planet Zoo muss nicht alles realistisch sein. Hauptsache es macht Spaß. Das macht es definitiv. So, wir gehen mal weiter. Ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen. Ich habe nämlich Tour Dundee-Schilder nicht mehr gesehen. Die Atmosphäre hier ist wirklich super. Weil diese schönen Tropen-Sounds. Jetzt sind wir nochmal bei den Zwerghippos. Da kann man auch noch untergehen. Das ist ja cool. Wo geht's hier hin? Mal so ein schönes Bild. Ah! Hier kann man in das Haus der Gorillas nochmal reinschauen. Wie cool. Hier kann man auch nochmal rausgucken. Sogar ohne Glasscheibe. Sehr nice gemacht. Das ist auch richtig viel mit Höhenunterschieden gearbeitet. So, weiter geht's. Jetzt gehen wir mal hier in den Höhleneingang rein. Oh, was ist das? Das ist irgendwie ein... Ist das ein Jaguar? Hier ist auf jeden Fall ein Gebiss, Zähne. Hier sind die Ohren. Das ist ja auch eine coole Idee. So als Höhleneingang. La Grotte. Wir gehen in die Grotte. Oh, nice. Die Wände und so sehen richtig gut aus. Oh, hier haben wir mehrere Vivarien. Wie cool, du hast die so aneinander gebaut. Dann sieht das so aus, als wäre das ein großes Vivarium. Was hast du denn hier so ein bisschen mit Efeu überdeckt? Hier haben wir Leguane. Was ist das denn hier? Ist der nur so beleuchtet, gelb? Ja, ich glaube schon. Ich dachte gerade, der hätte irgendwie eine besondere Färbung. Das ist, glaube ich, der grüne Leguan und das ist der grüne Insel-Leguan. Ja, grüner Insel-Leguan und das hier dürfte der grüne sein. Genau richtig. Sehr schön. Ist das ein Vivarium? Oder ist das selbst gestaltet? Ich sehe kein Tier, die sind so versteckt. Ach, da ist sogar einer. Da. Sich echt gut getarnt. Dam und Tom. Gibt es einmal ein Essen- und Trinkenladen. Ah, und jetzt sind wir hier unten bei den Hippos, was wir vorhin gesehen hatten. Sehr schön gemacht. Toller Musik. Ah, und das ist jetzt die Station, die wir vorhin gesehen hatten, wo wir vorhin angehalten sind. Hier waren wir nämlich vorhin. Gut zu wissen. Cool. Dann geht's weiter. Hier wieder nach oben. Ich liebe das, wenn so viele Blätter hier rumfliegen. Das sieht auch echt interessant aus. Ich glaube, das hast du extra so gemacht. Das sieht so ein bisschen aus wie Vulkangestein. Wie hast du denn das da gemacht? Okay. Du hast diese Tempelsachen genommen und eingefärbt. Coole Idee. Weil es gibt ja gar nicht so dunkle Felsen. Jetzt nochmal eine schöne Aussichtsplattform. Können sogar die Gorillas drauf. Wir schauen nochmal hinein. Auch hier toller Flussverlauf. Von hier ganz oben nach da unten. War sicherlich viel Arbeit. Das ist schon cool. Auch hier mit diesen runden Dingern, wo dann die Pflanzen so runter wachsen in Ranken. Das finde ich cool. Hier oben geht die Brücke rüber. Schreibt mal gerne rein, was Sortie heißt. Ich habe keine Ahnung. Tour, hä? Jetzt bin ich verwirrt. La Grotte waren wir gerade. Wir gehen mal hier hinein. Ist das der Vulkan? Ich glaube, hier geht es in den Vulkan. Oh mein Gott. Ich finde das übrigens auch sehr cool, wenn man diese natürlichen Wege mit so kleinen Steinen noch ein bisschen interessanter gestaltet. Du hast das auch sehr gut gemacht, dass die keine Stolperfallen bilden. Du hast die halt wirklich richtig bodennah platziert. Sehr, sehr schön.
Sogar die Mitarbeitergebäude hier gut eingebaut mit Fenster. Oh, wo sind wir denn hier? Underwater Viewing. Über uns schwimmen hier die Komodo-Warane. Das ist auch das Gehege, was du erwähnt hattest, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich das rausgeschnitten hatte oder nicht. Hat sie auf jeden Fall in der Sprachnachricht erwähnt für uns. Das ist halt ja für euch ein bisschen zusammengefasst. Pulau Komodo. Komodo Island. Okay. Das ist die Insel, wo wir uns befinden. Hier stehen auch nochmal schöne Infos. Wo geht's hier hin? Oha. Ah, jetzt können wir das Gehege nochmal sehen. Da können wir gleich auch nochmal hochgehen. Da sehen wir es wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser. Finde ich immer cool, wenn man so Gucklöcher hier reinbaut. Allerdings fehlt hier natürlich noch einiges an Felsarbeit. So. Kommen wir denn jetzt da hoch? Gute Frage. Wahrscheinlich über die Brücke, ne? Oh Gott, die sieht ja auch interessant aus. Und ich hält die mich. Ich bin schwer. Ich laufe hier gefühlt gar nicht nach den Schildern. Ich laufe einfach, wie ich will. Ich verstehe die ganzen Toursachen da eh nicht, ehrlich gesagt. Hä? Ist das hier Magie oder was? What? Wie macht man das denn? Das ist ja komplett verwirrend. Ich glaube, der Weg hat Bewegungssensoren drin und... Okay, das ist crazy. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie macht man das? Das war irgendwie cool. Hier wäre noch eine Station gewesen. Dann wäre nämlich nochmal ein schönes Café. Boah, der Ausblick ist ja mal Hammer. Alter Schwede. Liebe deine Bepflanzung hier. Dann dieses Gewässer. Richtig schön. Mega cool. Okay, kann man schön was essen. So ein paar Infobroschüren. Und es geht hier sogar noch höher. Ach, hier ist die Gondelfahrt. Okay. Oh, hier kann man auch nochmal oben rüber. Wir sind ja gerade über eine andere Brücke rübergegangen. Wir waren gerade hier, bei dieser Brücke. Wow, wie cool das alles ist. Ah, jetzt sind wir oben bei den Komodo-Waranen. Hier waren wir gerade unten drunter. Da seht ihr auch das Glas noch. Da haben wir hochgeschaut. Gut, das Gehege. Ja, da fehlt natürlich noch einiges an Felsen. Sieht noch sehr unfertig aus. Aber ich glaube, du wolltest das auch so trocken aussehen lassen, könnte ich mir vorstellen. Hättest ja wahrscheinlich nur so ein bisschen Felsarbeit dran gemacht und dann wäre das fertig gewesen. Notausgang. Guide-Tour. Okay, dann müssen wir ja... Ne, hier geht's auch noch lang. Oh Gott, ich hoffe, ich mache hier nichts falsch. Oh, was ist das denn? Wie hast du das denn gemacht? Das alles einzelne Teile hier? Okay, das ist ja crazy. Aber coole Idee für einen Boden. Ich weiß nicht, wie du immer auf solche Sachen kommst, aber das ist wirklich nice. Oh, wie schön das hier wieder ist. Da unten sehen wir Uran-Utans. Wieder super interessantes Gehege. Das finde ich so nice mit diesen ganzen Brücken und der Bepflanzung. Hier waren wir gerade, ne? Ja. Ah, hier sind ganz viele Schilder. Air Tour, Tour Quest. Ich habe keine Ahnung. Grotten Naturell, da waren wir auch noch nicht. Ach, hier sind auch Krokodile sogar drin.
Sind die zusammen im Gehege mit denen? Nee, hier ist, glaube ich, eine Abgrenzung zwischen, ne? Ich glaube schon. Nee, da sind auch Krokodile. Okay. Nicht, dass die fressen. Da hätte ich ein bisschen Angst um meine Uran-Utans. Muss ich sagen. Das ist auch wieder ein Vogel. Also die Vogelmission haben wir definitiv geschafft. Bin nur auf die Truhe noch gespannt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Doch, den schwarzen Panther sollten wir noch suchen. Das hattest du noch erwähnt. Den haben wir noch nicht gefunden. Jetzt sind wir in der Grotte Naturell. Tour Est. La Grotte. Vulkan. Sortie. Tour Quest. Whatever. Auch wieder ein cooler Weg hier. Dürfen wir hier lang? Tour Quest. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt zuerst lang muss. Ich gehe mal erstmal hier runter. Oh, hier geht's auch noch rein. Gehen wir mal in die Grotte Naturell. Cool. So eine richtig bewucherte Grotte. Ah, hier gibt es auch Tierchen. Ah. Javanische Schwarzbären gibt es hier. Oh, das Licht. Oh, wie crazy das ist, wie das aussieht. Wenn man so aus dem Dunkeln kommt, sieht man wieder die Lava im Hintergrund, die abgebrannten Bäume. Fütterung. Was sind das? Warum sind hier so fliegende Schilder? Oh. Ich soll füttern? Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht, oder? Soll der hier wieder rein oder habe ich es jetzt richtig gemacht? Ich glaube, ich kann mir jetzt hier die Fütterung angucken. Deswegen sind da fliegende Schilder. Das will ich nicht verpassen. Oh, das arme Ding. Das ist jetzt echt gesnackt. Oh mein Gott, Leute. Ich muss euch was Lustiges zeigen. Also hier läuft ja das kleine Gazellchen oder Antilöpchen hier rum. Was ist es denn eigentlich? Ach, ein Springbock. Also nichts von beiden. Macht ja nichts. Aber ich bin gerade hier reingeflogen, weil hier die ganzen Bären schlafen. Und ich habe immer noch die Mods installiert. Und hier ist einfach eine Robbe drin, weil ich noch die Mod drin habe. Oh mein Gott. Ich habe es immer noch vergessen, die Dinger zu deinstallieren. Aber es macht ja nichts. Ist ja ganz witzig, dass hier einfach so eine Robbe ist. Ich hoffe, die wird jetzt hier gar nicht gefressen unbedingt. Ich habe auch irgendwie Lust, die zu retten, wenn ich ehrlich bin. Ich habe in letzter Zeit schon viel zu viel Unfug gemacht mit Tieren beim Jagen. Ich weiß aber, dass ihr das grausame Spektakel unbedingt sehen wollt, bestimmt. Oh nein, ich glaube, jetzt geht es unserem kleinen Springbock hier an den Kragen. Das sieht nicht gut aus. Geh weg. Das Monster kommt. Vielleicht adoptiert er ihn auch. Sieht gerade irgendwie nicht so aus, als ob Baloo Lust hat, ihn snacken. Ich weiß auch gar nicht, ob du das in den Einstellungen angestellt hast überhaupt. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier ewig warten muss, weil jetzt gerade sieht das ganz friedlich hier aus. Der taiwanische Schwarzbär trinkt hier Ruhe. Und daneben steht einfach der Springbock. Nichts passiert. Aber jetzt werden wir sehen, ob er sich umdreht. Okay, er hat kein Interesse. Ja, wisst ihr was, Leute? Dann sind wir heute mal nicht gemein. Wir retten das Tierchen. Heute sind wir gute Menschen. Aber weiter geht's. Trotzdem coole Idee. Schade, dass es jetzt nicht geklappt hat. Ach, super aus hier. Ah, hier ist nochmal eine schöne Aussichtsplattform. Was ist denn das hier für ein Gehege? Hier können auch nochmal Tierchen schlafen. Oh, Elefanten. Ah, wie cool. Habe ich gar nicht gesehen. Das sind jetzt indische Elefanten. Elefanten sind auch so tolle Tiere, ne? Aber wenn ich Elefanten in Zoos sehe, habe ich immer das Gefühl, dass es denen schlecht geht. Ich weiß nicht warum. Sie sehen immer so unglücklich und traurig aus, habe ich das Gefühl. Zumindest meistens. Sind ja auch so große Tiere, ne? Wenn man die dann einsperrt, ist ja irgendwie logisch, dass man das Gefühl bekommt, dass sie sich da nicht wohlfühlen. Ich hoffe, es ist nicht so. Ich hoffe, ich täusche mich da. Sehr, sehr interessant hier alles.
Wenn man das alles sieht, bekommt man wieder richtig Lust, selber zu bauen. Allerdings ist es natürlich von der Zeit immer schwierig, leider bei mir. Fang dann immer irgendwas an und komme dann gar nicht mehr dazu. Ist auch wieder cool beleuchtet. Ich hoffe, wir übersehen gleich nicht so viel bei Nacht. Wo bin ich denn jetzt? Das hier ist wieder das Eingangsgebäude, oder? Ja. Auch super interessant hier gestaltet. Das ist dieser schöne Affenbrotbaum in der Mitte. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind jetzt erfolgreich einmal im Kreis gelaufen. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ach so. Wir sind halt wirklich im Kreis gelaufen. Aber da müssen wir jetzt nochmal ein Stück zurück. Weil hier sind wir vorhin rechts abgebogen. Jetzt gehen wir nochmal geradeaus zur Grotte Naturell. Waren wir da nicht gerade? Oder gibt es da zwei Eingänge? Ach nee, hier ist die auch. Ah, die hat zwei Etagen. Ich verstehe. Aha, cool. Okay. Hier sind immer Vivarien. Jetzt sind wir auf der oberen Etage. Genau. Hier ist jetzt das taiwanische Schwarzbärgehege. Also die Beschilderung habe ich ehrlich gesagt nicht ganz gecheckt. Kann gut sein, dass es an der Sprache liegt. Das finde ich immer cool, wenn man so ein paar Löcher da drin lässt, damit ein bisschen natürliche Beleuchtung reinkommt. Ja, hier kann man auch nochmal hingehen. Nochmal von oben einen Blick auf die Elefanten genießen. Es ist sehr viel mit diesen Flussverläufen gearbeitet, was ich sehr cool finde. Aber ich habe irgendwie in deinem Zoo relativ viele Ladelecks so. Bisschen störend, aber ansonsten geht's. Besser als wenn man schlechte FPS hat. Ich glaube, wir haben jetzt erfolgreich hier eine Rundtour gemacht, ne? Aber ich habe das mit dieser Quest nicht verstanden. Und du meintest, Kisten erst nach Aufforderung öffnen. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Das ist ein bisschen das Problem. So, jetzt für die Likes. Letzte Chance. Für die Likes? Ja, nein. Dafür muss wahrscheinlich ein Weibchen in der Nähe sein. So, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal von oben an. Das hier war der Eingangsdom. So, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal von oben an. Das hier war der Eingangsdom. Der sieht super interessant aus. Hier ist ein kleiner Vulkan. Das mit der Lava gefällt mir ja richtig gut. Und ist sogar hier Feuer in die Bäume und so eingebaut. Fehlt halt echt nur noch die Felsarbeit. Dann würde es richtig nice aussehen. Coole Idee, wie du das hier gemacht hast mit der Lava. Okay. Ah, da hinten ist noch ein Vulkan. Okay. Da fliegen wir auch mal schnell hin. Das ist schon echt nice. So eine coole Idee. Richtig, richtig cool. Wäre noch nice gewesen, hätte man hier so mit einer Brücke so rübergebaut oder so, dass man da ein bisschen näher rankommt. Das hätte ich noch gefeiert. Aber hier war noch einiges geplant, glaube ich. Aber ansonsten, also es war eigentlich alles fertig, bis auf einiges an Felsarbeit. Das hast du wahrscheinlich einfach zeitlich nicht mehr geschafft, weil das echt viel Arbeit gewesen wäre. Aber war trotzdem richtig cool. Also richtig viele inspirierende Sachen dabei gewesen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe einige Sachen übersehen, weil du so viele Details eingebaut hast. Sieht aber schon alles sehr schön aus. Das hier gefällt mir richtig gut, mit den Brücken und dann alles so schön bepflanzt. Und diese schönen Flussverläufe. Richtig toll. Das Einzige, was mich gerade noch ein bisschen wurmt, ist, dass wir die Kisten nicht, diese Kisten nicht gefunden haben, die du meintest. Irgendwelche Kisten, die ich öffnen darf. Oder, ah, wait. Okay, ich weiß, was du damit meintest. Oh mein Gott. Ich bin doof. Das waren die Springböcke, die du damit meintest, zur Fütterung. Und auch die andere Kiste, die ich einfach freigelassen hatte. Weil ich gesehen habe, dass da ein Tier in Not ist. Die Kisten waren damit gemeint. Oh, hier sind sogar Lampen drin in den Augen. Wow. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Dann habe ich das ja doch gefunden. Ah. Okay, okay. Dann haben wir das doch gefunden. Dann wurmt mich das doch nicht mehr. Allerdings haben wir den schwarzen Panther nicht gefunden, aber das macht ja nichts. Wir gucken jetzt nochmal bei Nacht, wie das Ganze aussieht. Wow, die Lava ist nice. Fällt mir richtig gut. Haben wir noch irgendwelche Highlights? Wir können ja nochmal in den Dom hier reingehen. Auch super schön beleuchtet. Wieder tolle Idee für ein Zoo und auch sehr gut umgesetzt. Oh, wie nice.
Bonjour. Auch sehr schön beleuchtet. Oh, hier ist auch der Wegrand die ganze Zeit beleuchtet. Finde ich auch cool. Weiß gar nicht, wo wir jetzt noch rein müssen. Oh, da hinten ist auch die andere Lava noch. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts, was mega krass beleuchtet ist. Weil du hast halt sehr viel Indoor gebaut. Eigentlich müsste man überall nochmal reinfliegen. Frage ist nur, ob ich jetzt alle Eingänge so schnell finde. Oh, da geht's nochmal rein. Das sieht sehr interessant aus. Ist das die... Ah, die Grotte. Ja, das ist gut, dass wir hier nochmal reingehen. Die ist nämlich auch cool beleuchtet. Gehen wir mal hinein in die Grotte. Ah, sehr passend grün natürlich. Nice. Babu. Oh, wie schön. Und die obere Etage hast du in Rot gemacht mit Feuer. Damit man da auch nochmal ein bisschen Variation hat. Jetzt fliegen wir nochmal zum Abschluss. Hier zu dieser tollen Lava. Und dann würde ich sagen, haben wir alles gesehen. Vielen, vielen Dank, Jessica, für deinen Vulkan de Tropical. Hat richtig viel Freude gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den hochladen darf. Das werde ich nochmal nachlesen. Falls ja, findet ihr den unten in der Videobeschreibung, den Zoo. Falls ihr auch meinen Zoo einsenden wollt, dazu stehen auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr lasst trotzdem einen Daumen da, auch wenn der V nicht mitgespielt hat. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.